und einen der Alliierten. Nur noch weitere 5 Tage bleiben den Wissenschaftlern, um mehr über den Grabenkrieg zu erfahren. Dies ist ein ganz typisches Überbleibsel aus einem Schützengrabenkrieg. Es ist ein britisches Lee-Enfield-Gewehr. Es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts hergestellt und es wurde auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Es war eine der wichtigsten Waffen der Truppen des Commonwealth und der Briten, die hier kämpften. Es ist leicht zu identifizieren, denn diese Gewehre haben einen sehr kurzen Lauf. Man kann sehen, dass hier die Mündung wäre. Hier ist das entscheidende Ende, wenn man so will. Hier war der Abzug. An dieser Stelle war der Schlagbolzen. Also dies hier würde der Soldat zurückziehen, um durchzuladen. Jetzt ist die große Frage, was das hier ist. Es hat eine ungewöhnliche Form. Das sieht man normalerweise nicht an Lee-Enfield-Gewehren. Es ist durchaus möglich, dass an dieser Stelle ein Zielfernrohr für Scharfschützen befestigt war. Selbst in den Schützengräben war niemand wirklich sicher. Besonders gefährlich war es für junge Soldaten oder diejenigen, die gerade erst an die Front gekommen waren. Es gibt Überlieferungen, dass die Neuankömmlinge fragten, also wo ist dieser Krieg? Sie streckten ihren Kopf über die Brüstung und bang. Es gab keine Hoffnung für Pratt. Sein Schädel war zertrümmert. Er lag in einer Lache seiner eigenen Gehirnmasse. Aber er weigerte sich zu sterben. Der alte Corporal Welch hat sich um ihn gekümmert, hielt seinen Körper und seine Arme. Er krümmte sich und kämpfte, war aber schon sehr schwach. Es dauerte 2 Stunden, bis er starb. Seine Stimme gluckste nur noch. Er stöhnte und röchelte. Ein Todeskampf, der jedem blutrünstigen Autor als Vorlage dienen konnte. Auch wenn berichtet wurde, es sei ruhig an der Westfront, gab es doch oft persönliche Tragödien. Die Jungs überschritten die Frontlinie und wurden von den Gewehren abgeschossen, die fest positioniert waren. Jeden Monat starben rund 30.000 Männer an der Westfront, ohne dass es tatsächlich zu Gefechten kam. Die militärische Führung nahm die große Zahl der Toten in Kauf und sprach von natürlichen Verlusten. Die größte Gefahr für beide Seiten waren die Scharfschützen. Die Deutschen waren 120 Meter entfernt. Für einen Scharfschützen mit einem Zielfernrohr ist das gar nichts. Aus einer Entfernung von 500 oder 600 Metern konnten sie dir ein Loch in die Stirn schießen. Das waren Top-Schützen. Der Tod kam mit nur einem Schuss. Das Team gräbt sich noch tiefer in die Geschichte des Ersten Weltkrieges und findet Hinweise auf die Methoden der Scharfschützen. Dies ist ein Scharfschützenschild. Normalerweise lag er nicht flach auf dem Boden, sondern war an den britischen Befestigungswänden angebracht. Hier ist ein Loch in der Mitte. Da wurde das Gewehr durchgesteckt. So konnte der Schütze auf die kleinste Bewegung in den deutschen Linien zielen. Drüben, auf der anderen Seite des Niemandslandes. Diese kleine Öffnung da oben ist eine Art Fenster. Man schließt es nach dem Schuss, sonst würde der Feind ein Leuchten sehen können. Wir können sehr gut erkennen, dass es fast 3 cm dick und aus solidem Stahl gefertigt ist. Es wurde extra hergestellt, um eine deutsche Kugel abzuhalten. Hinter diesem Schild war der britische Scharfschütze sicher. Sie fanden allerdings auch eine Möglichkeit, die gegnerischen Schilde zu zerstören. Sie hatten dafür eigentlich nicht die Munition, aber sie haben ganz einfach die Patrone in der Hülse umgedreht, sodass das spitze Ende nach hinten zeigte und das stumpfe Ende abgefeuert wurde. The end which is being fired is the blunt end.
Diese Patrone hier ist sehr, sehr selten. Diese Munition ist so selten, weil die Soldaten sie selber machten. Sie gehörte nicht zur Standardausrüstung. Vermutlich verstießen diese Patronen sogar gegen alle Regeln des Krieges. Die Kugel traf mit großer Wucht auf den Schild. Sie schlug zwar nicht durch, aber sie bewirkte, dass einige Stahlsplitter von der Rückseite des Schildes platzten. Und diese Splitter schossen direkt ins Gesicht des Scharfschützen. Mit der Zeit fanden die Truppen andere Wege, mit den Scharfschützen fertig zu werden. Die königlichen technischen Offiziere entwickelten folgende beliebte Methode. Sie konstruierten eine Kopfattrappe, die ziemlich stabil war. Wenn die Kugel eines deutschen Scharfschützen hindurchschoss, hinterließ sie ein kleines, enges Loch. Dann steckte man ein Zielfernrohr durch das Loch und stellte den Kopf wieder auf, genau dort, wo er vorher war. Wenn man jetzt durch das Zielfernrohr schaute, sah man genau in die Richtung des feindlichen Scharfschützen. Dann schoss man allerdings nicht selbst zurück, sondern überließ den Feind den Granatwerfern, manchmal auch der Artillerie. Das gesamte Gebiet, aus dem der Schuss gekommen war, wurde regelrecht dem Erdboden gleichgemacht und die Männer so getötet. Die Methoden im Kampf gegen die Scharfschützen wurden immer perfekter. Immer weniger Soldaten fielen ihnen zum Opfer. Die Archäologen haben gerade die ersten menschlichen Überreste gefunden. Es wird dauern, sie freizulegen, da sie fast vollständig verwest sind. Der Fund menschlicher Überreste wird heute vermutlich wesentlich ernster genommen als jemals zuvor. Die Knochen liegen etwa 2 Meter vor dem britischen Schützengraben. Archäologin Yannick de Gries ist verantwortlich für diesen Teil der Ausgrabung. Dies ist ein Teil seines Beins. Hier haben wir sein Becken und vermutlich ist das sein anderes Bein. Bisher haben wir keine Spur vom Schädel. Wir müssen uns fragen, ob wir überhaupt einen Schädel finden werden. Bei einem Fund wie diesem wird strikt nach Protokoll vorgegangen. Zunächst gilt es, die Todesursache des Mannes festzustellen. Die meisten Soldaten im Ersten Weltkrieg starben im Granatenfeuer. Die Verstümmelung und die Qualen, die diese Männer zu ertragen hatten, vor allem durch Granaten, die sie in 2 Hälften reißen konnten. Die Metallsplitter der Granathülle konnten einem Soldaten einen Arm abhacken oder den Kopf. Oder sie konnten dich halbieren, schlicht in Stücke schneiden. Der 90 Jahre alte Schlamm birgt noch mehr Funde, die weitere Rätsel aufgeben. Hier stellt sich die Frage, ob wir es mit einem oder mit mehreren Skeletten zu tun haben. Warum wurden diese Männer direkt vor einem britischen Schützengraben verscharrt? Die Antwort auf diese Frage wird Einblicke geben in das grausamste Kapitel der Geschichte des Grabenkrieges. Am 5. Tag der Ausgrabungen hat sich das Team zum Ziel gesetzt, die menschlichen Überreste komplett freizulegen. Je weiter sich die Archäologin Yannick de Gries vorarbeitet, desto mehr bestätigt sich ihr Verdacht, dass es sich hier um mehr als nur ein Skelett handelt. Wir haben um die Knochen herum ein größeres Areal freigelegt.